Unser heutiger Ausflug führt uns in das kleine Dorf Blankensee, das sich bei Trebbin befindet. Hübsch anzuschauen im Dorf ist das Heimatmuseum, heute geschlossen. Die alte Feuerwache, heute ein WC. Und das blumenreiche private Haus. Hier gibt es Honig zu kaufen. Höhepunkt aber ist der Sundermannpark, der zu jeder Jahreszeit sehenswert ist. Der Schriftsteller Sundermann erwarb das Objekt 1902 und verschönerte den Park mit Plastiken und Büsten. Bei einem Spaziergang werden wir uns die sehr einfallsreiche ausgestattete Anlage anschauen. Auf dem Hauptweg, auch Kaiserallee genannt, ließ Sundermann 6 Büsten, die Imperatoren zeigen, aufstellen. Geschwungene Brücken über mehrere Seitenarme, die über der Liebnitz führen, sowie Götter und Göttinnen mitten in einem dichten Baumbestand machen aus einem südländischen Refugium eine märkische Idylle. Im Zentrum des Parks befindet sich das Schloss, ein Bauwerk des märkischen Barock, das durch die Adelsfamilie von Thünen erbaut wurde.
Im italienischen Garten befinden sich in einer Kulissenwand drei Statuen.